Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Händler in der kommenden Handelswoche. Das ist die KW 6, die Woche vom 2. bis zum 6. Februar. Wir gehen miteinander die wichtigsten Termine durch und beginnen am Montag mit Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Wir bekommen am 2. Februar aus den USA den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für den Monat Januar. Die Markterwartung hier der Ökonomen liegt bei 55 Punkten. Sie wissen, ein Stand über 50 bedeutet Wachstum, Stände unter 50 deuten auf eine Kontraktion hin. Also die Zahl sollte stabil und solide über der Marke von 50 rüberkommen. Im Vormonat lag sie auch bei 55, das Niveau wäre also unverändert. Dann schauen wir auf den Dienstag, 3. Februar. Wir bekommen aus Deutschland die Pkw-Neuzulassungen für den Monat Januar. Und dann am gleichen Tag, am Dienstag, am Nachmittag eine weitere wichtige Konjunkturzahl aus den Vereinigten Staaten. Wir bekommen dann die Auftragseingänge aus der Industrie aus den USA für den Monat Dezember. Hier wird mit einem Rückgang von 2,0 gerechnet. Dann schauen wir auf den Mittwoch, 4. Februar. Es geht weiter mit Konjunkturzahlen aus den Vereinigten Staaten. Wir bekommen den ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Ein gewisser Vorgeschmack ist dieser Bericht dann immer auf den offiziellen staatlichen Arbeitsmarktbericht, den wir dann am Freitag bekommen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht ist der Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters. Hier wird gerechnet mit 220.000 neu geschaffenen Stellen im Monat Januar. Eine Zahl von über 200.000 deutet auf einen durchaus soliden, starken US-Arbeitsmarkt hin. Und dann noch eine Zahl aus den USA, ebenfalls am 4. Februar, nochmal ein Einkaufsmanager-Index, dann der für den Dienstleistungsbereich, ebenfalls für den Monat Januar. Auch diese Zahl wird deutlich über 50 herauskommen. Markterwartung, Konsens hier 56,5 Punkte. Dann schauen wir auf den 5. Februar. Wir sind ja weiter mittendrin in der Berichtssaison. Zwei große DAX-Unternehmen berichten dann über das abgelaufene Jahr 2014. Einmal die Münchner Rück. Hier rechnen die Analysten mit einem Rückgang, das passt zum Namen, von rund 36% beim Nettoergebnis. Und es gibt Zahlen von Daimler oder vom Daimler, wie man hier in Stuttgart sagt, die Bilanzzahlen, die Eckdaten 2014. Daimler lädt auch ein zur Bilanzpressekonferenz. Und das war wohl ein gutes, ein richtig starkes Jahr 2014 für Daimler. Die Analysten rechnen hier mit einem operativen Ergebnis von rund 10 Milliarden Euro. Das wäre gut ein Viertel mehr als im Jahre 2013. Und am Freitag, 6. Februar, dann die Zahl der Woche. Dann gibt es den offiziellen staatlichen USA Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Markterwartung hier 231.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Die FED hat hier in ihrem Statement am Mittwoch gesagt, der Arbeitsmarkt, der Beschäftigungszuwachs in den USA präsentiert sich durchaus stark. Mal sehen, ob das dann diese Zahlen widerspiegeln. Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag. Alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.